Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Terraria. Ja, diesmal mit keinen Veränderungen. Ich habe diesmal nicht wirklich viel gemacht, außer unser Gräber mal wieder aufgefüllt. Weil wir ja wieder ein paar Mal gestorben sind. Folge 18 sind wir zweimal gestorben. Einmal an diesen Schnapper. Dann einmal in den Tod gestürzt. Und Folge 22, das, was wir heute auf jeden Fall gleich als allererstes machen werden. CT-Ululululul-Boss. Ja, irgendwie so in der Art. Und dafür werden wir uns auf jeden Fall erstmal vorbereiten. Das bedeutet, wir werden große Tränke nehmen. Große Tränke kann man ja irgendwie, ich weiß nicht warum, nicht kaufen. Deswegen werden wir die jetzt erstmal einfach so nehmen. Wir haben hier noch eine Position, verzeiht Feinde an. Verlangsamter Sturztempo. Macht unsichtbar, erhöht die Nachtsicht. Das könnten wir mal probieren. Dann nehmen wir uns mal ein. Kann man hier... Nein, du schmeißt das mal nicht weg. Ne, man kann es irgendwie nicht stacken. Na gut, dann nehmen wir den so mit. Erhöht die Nachtsicht. Brauchen wir nicht unbedingt. Erhöht Bewegungstempo um 25%. Erhöht die Abwehr um 5. Das machen wir auf jeden Fall. Zum Steuern der Schwerkraft. Brauchen wir nicht unbedingt. So, ja, wir haben heute auf jeden Fall in der Folge vor, dieses komische Auge zu besiegen. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Wir haben, glaube ich, keins mehr. Wir haben noch einen komischen Ball. Na, wunderbar. Wir hatten keins mehr, so wie ich das gerade sehe, von den Augen. Na gut, da müssen wir uns eins craften. Das können wir, soweit ich noch weiß, aus einer Linse. Aber weiter weiß ich da noch gar nicht. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten craften. So, ich muss mal hier ein bisschen Ordnung machen. Weil jetzt brauchen wir viel Platz, wenn wir hier kämpfen. So, Gaut. Ach nee, Jakob. Erzähl uns mal, wie wir so ein Auge herstellen. Es war ja, glaube ich, das. Nee, das hier wollen wir. Ach, kann man sogar schon herstellen. An den Dämonenaltar. Ne, oder? Ja, dann bedeutet das, dass wir uns erstmal auf den Weg machen zum Dämonenaltar. In dieser Nacht können wir das machen. Haha, ich habe einen Leuchtkäfer haben wir gefangen. So, die Sache ist, weil wir kriegen von den Erze. Aus diesen Erzen können wir uns dann eine Spitzhacke bauen. Und ja, mal schauen, was wir da so erreichen werden. Ich denke mal, wir werden den auf jeden Fall besiegen mit diesem ein bisschen mehr, wir haben einen Haufen Sterne. Gib mir her mal die Sterne. Und hier irgendwas haut mit meiner Tastatur nicht hin. Einen Moment. Da muss ich mal die Klackdinger hochmachen und dann wackelt es auch nicht mehr. Genau, deinen großen Freund werden wir jetzt gleich besiegen. Oder zumindest deine Mutter. Ja, deine Mutter werden wir jetzt besiegen. Deine Mutter. So, haben wir... Da kommt doch schon wieder so ein Vieh. Wir machen das auch ein bisschen außerhalb. Ich habe mir gedacht, vielleicht in der Wüste. Jetzt ist ja eh gerade die Nacht angebrochen. Da würde ich das sagen, machen wir das in dieser Nacht noch nicht. Da kommen sie doch schon wieder alle angescheißert hier. Soll uns nicht stören. Dann gucken wir auch mal, ob wir vielleicht irgendwie aus... Vielleicht kann man die auch kaufen, also größere Tränke. Wir brauchen unbedingt mindestens noch 10 Stück. Mindestens. Oder dass wir dann zum Ende hin wenigstens die großen trinken und am Anfang erstmal die kleinen. Aber ich würde schon gern am Anfang an schon mit großen Tränken arbeiten. Was uns vielleicht doch gut helfen könnte, wäre die Heilerin. Aber ich will nicht, dass die ganzen Leute da drin sterben. Müssen wir ausprobieren. Ich würde sagen, wir machen auch gleich 2 von diesen Augen. Da können wir gleich mal hier noch ein paar Linsen sammeln. Augenlinsen. Komm mal her, ja. Machen wir das mal ein bisschen professioneller. Sind wir hier... Ach so, wir sind hier schon mal hoch. Na dann. Hopp. So eigentlich nicht. Dann machen wir es so. Warum haben wir so viele... Ach, hier haben wir mit denen gekämpft. Ich erinnere mich. Und wir haben kläglich versagt. Was ist... Ach so, hier haben wir noch extra Fackeln hingestellt. Die können wir dann eigentlich auch wieder mitnehmen. Komm.
kommen wir hier lang? Hallo? Hallo? So, da will ich auf jeden Fall in dieser Aufnahme erstmal, also jetzt in diesem Part, auf jeden Fall erstmal diese zwei Dinger bauen oder craften. Hat er jetzt trotzdem Fallschaden bekommen? Aber ich meine, du bist doch auf diesen Clipper-Ding draufgefallen, das hat doch deinen Sturz gefangen und dann... Ach, ich frag nicht. Das ist Terraria. So, jetzt tue ich mal hier den Sturz ein bisschen verhindern. So, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo so ein Dämonenaltar war. Die waren auf jeden Fall... Ich glaube, danach kam die Ebene, wo diese Dämonenaltare kamen. Was bist du hier für ein Vieh? Boah, spuckst du mich mal nicht an? Ameisenlöwenkiefer, da könnten wir auch mal schauen, was wir damit machen könnten. Dass wir hier schöne Sachen craften. Jetzt hätte ich eigentlich mal die ganzen Kakteen mitnehmen können. Aber die können wir zur Not auch zum Rückweg mitnehmen. Holz haben wir noch momentan genug. Ach, jetzt sind wir hier in den Urwald. Fledermaus, weg mal bitte. Warum haben wir hier noch nicht die Dinge aufgemacht? Ach so, weil hier überhaupt nichts ist. Aber hier oben haben wir noch Erze. Kommen die nehmen wir gleich mal noch mit. Ja, von dir werfen wir jetzt ein paar... Na, ich wusste es. Ich will in dieser Aufnahme nicht einmal sterben. Nicht ein einziges Mal. Und ich muss einige Folgen aufnehmen. Weil ich, wie gesagt, einen Urlaub mache. Und man sieht auch, dass das Format ein bisschen anders ist als sonst. Das wird sich natürlich bald wieder ändern. Weil der Monitor ist kaputt. Und ich habe momentan noch so einen ganz alten 17 Zoll Monitor. Ne, 19 Zoll. 17? 19? Ich weiß gerade gar nicht. Kleines Ding auf jeden Fall. Es ist sogar schon ein Flachbildschirm, also es ist keine Röhre. Aber trotzdem ist das Ding eben schon... Hallo, kannst du mich mal bitte hochlassen? Ziemlich alt und von daher... Können wir mal von diesen Dingern hier welche mitnehmen? Nein, jetzt hast du die kaputt gemacht, du blödes Vieh. Hinfort mit dir. Ich habe die gar nicht gesehen, dass hier irgendwelches Viehzeug rumrennt. Wir brauchen aber das Viehzeug. Zumindest möchte ich die einfangen, dass wir dann irgendwann später daraus so Terrarien bauen und die einfach irgendwo hinstellen. Ja, unsere Haustiere dann. So, mal nicht so schnell hier runter. Switch mal zur Waffe. Dann können wir mal noch ein paar Fackeln hinstellen. So, so ein Dämonenaltar. Manchmal sind die auch an der Oberfläche, aber ich glaube, wir werden jetzt hier kein Glück haben. Von daher müssen wir einfach... Hier sind ja schon welche. Das sind die Dämonenaltare und von da aus können wir jetzt dieses Auge craften. Und da bauen wir uns gleich mal... Machen wir gleich mal drei. Auf gut Glück. Da oben steht eine Truhe drinne. Die können wir uns dann holen. Ich glaube, momentan können wir mit der Goldaxt noch nicht dieses Zeug abbauen. Nee, dann mach. Doch jetzt. Nee, geht nicht. Da merken wir uns mal, dass wir hier auf jeden Fall noch eine Truhe haben, die wir uns auf jeden Fall noch schnappen. Ich müsste da mal vielleicht mal das Fenster zumachen. So, bis zum Abend hin werden wir jetzt auf jeden Fall zurücklaufen. Zumindest die Frage ist, wo wollen wir das machen? Hier könntest du mal noch eine Fackel hingestellt haben. Da auch. Hallo, lass mich mal hoch. So. Ja, wie gesagt, die ersten, also es werden jetzt einige Folgen mal mit so einer Aufnahme sein. Und danach ist das nicht mehr der Fall. Also, Abraham ist eingetroffen, aber das ist... Was haben wir denn? Nee, ich dachte schon, das ist dieses Erz, was wir brauchen. Das ist dieses Erz, was wir auf jeden Fall... Sag mal, was ist denn, wenn wir uns mal hier runtergraben? Hier ist doch dieses Teil. Vielleicht kommen wir doch irgendwie an die Truhe. Ja, so viel zum Thema. Hier ist schon wieder dieser erste rote Stein. Und mir schreit irgendein Vieh hier ins Ohr. Vielleicht kommen wir doch irgendwie hin. Also hier schon mal nicht. Wir probieren es mal. Matschblöcke können wir leider nicht in die Maschine hauen. Nur Slushy-Blöcke. Und Schlickblöcke, glaube ich. Werfen wir hier so ein Teil hoch. Wenn mal Licht habe, wenn ich runtergehe. Na, komm. Achso, wir müssen die Seite runter. Na gut.
Vielleicht kommen wir ja irgendwie zu der Truhe hin. Aber ich glaube eher nicht. Die war, glaube ich, weiter, ganz weiter unten. Oder da. Wir kommen runter zu der Truhe. Haha. Und hier kommen wir ins Dschungelbiom. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht so weit runter. Aber hier hat es eben noch eine Truhe. So, mal schauen. Und was Schönes? Nee. Hat es hier unten gleich noch eine? Wir schauen mal hier ein bisschen nach. Das hat ja auch Zeit mit diesem Vieh. Wir machen das auf jeden Fall, diese Aufnahme. So. Ist aber heute dunkel. Aber ich kann ja über die F9-Taste können wir das Licht umstellen. Da würde ich mal sagen, machen wir doch einfach mal das hier. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das erst recht nicht. Das ist eigentlich natürlicher. Sieht bestimmt jeder auch anders. Aber von meines Erachtens her sieht das jetzt besser aus. So. Hat es denn hier mal noch eine Truhe? Vor allem haben wir die Truhe da oben gar nicht ausgeräumt. Wir räumen erstmal da oben die Truhe aus, zur Not, falls wir sterben. Haben wir bestimmt auch wieder die ganzen Taschen voller Gold, dass wir auch, wenn wir sterben, richtig sterben. Hier drüben hat es noch was. Ah, da kommen wir nicht hin. Wir gucken gleich mal. Erstmal holen wir uns die Truhe. Die war aber auch, glaube ich, weiter oben. Und haben wir hier nicht dieses Erz? Nee, das kann man nicht nehmen. So, einmal hier die Truhe noch mitnehmen. Naja, wunderbar, ein Bumerang. Kannst du eigentlich gleich behalten, den Bumerang. So. Na gut, dann gucken wir mal hier runter. Vielleicht findet man ja noch eine schöne Truhe. Ja, ja, komm her. Wehr dich nicht. Hopp. Na. Na. Hallo? Komme ich überhaupt irgendwo hin? So. Es scheint aber nichts zu sein. Na gut, dann schauen wir mal. Ja gut, hier drüben hat es auch nicht wirklich was. Dann nehmen wir mal hier noch die Ärzte mit und lassen wir das hier einfach mal gut sein. Den Goldfisch können wir uns übrigens fangen. So, na gut, dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Hopp. Hopp. Meine Katze kratzt da irgendwas, die sieht irgendwas. Irgendein Viehzeug oder so. So. Okay. Gut, dann tun wir gleich mal noch unten, wenn das hier mal weg ist, dieses Face Monster. Das Gesichtsmonster. Du scheiß Gesichtsmonster. Komm, weg mit euch. So, was haben wir? Hier ist doch schon wieder so ein Teil. Haha, ein Frosch haben wir hier. Einen Frosch. Und die Spinne, na gut, die können wir nicht einfangen. Hau mal ab, Spinne. Ich habe hier zu tun. Wir hauen einfach mal ab. Na, das war's aber nicht schön. Ja, du kannst schön da unten rein. Ja, perfekt. So, dann nehmen wir mal hier noch die Kakteen mit. Ich möchte mir auch irgendwann später noch ein schönes Kakteenzimmer bauen. Mein Heiligtum dann, ein Kakteenzimmer. Mit einem schönen Kakteenbett. Er hat noch nicht mal davon geträumt, in einem schönen Kakteenbett zu schlafen. Ja, komm.
So. Hopp. 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 Da, da, da. Das ist so. Eigentlich könnten wir... Was ist das hier? Wer hat das hier gebaut? Ich nicht. Eigentlich könnten wir, wie gesagt, wieder diesen Trick verwenden, dass wir einfach ausmachen und dann sind wir am Spawnpunkt. Aber nein, diesmal nicht. Können wir hier diesen riesen Baum gleich mal mit hacken. 31 Holz, naja. War jetzt nicht so die riesen Ausbeute. Aber hier haben wir, wie gesagt, noch einiges an Holz. Ich habe auf der rechten Seite, habe ich mal ganz viel Holz. Ja. Habe ich mal ganz viel Holz abgefarmt. Aber auch wieder nachgepflanzt. Ich weiß nicht, ob die Bäume danach wachsen. Das habe ich keine Ahnung, muss ich sagen. Vielleicht tun sie es, vielleicht nicht. Und ich würde jetzt auch gerne mal irgendwie ein paar schöne Sachen finden, wie Doppelsprung und das Glas oder hier Wolke im Glas und ja, was es da noch so für schöne Sachen gibt. Weil allmählich mit diesen, ja, wir haben keinen Doppelsprung. Wir brauchen einen Doppelsprung. Das findet man, wie gesagt, alles schön in Höhlen, in schönen Kisten, aber wir haben bis jetzt momentan noch kein einziges gefunden. Wir können mal hier das ein bisschen schöner machen. Sind doch hier nicht beim Russen. So. Nichts gegen Russen, habe ich da auch gar nicht. Oh, das wollen wir gar nicht wegschmeißen. Ich glaube, so hatten wir es. Ja, komm, lass mal so. Na, 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 lass mich, du komisches Grünschleim. Hier sieht's auch komisch. Das sieht auch total blöd aus. Machen wir mal hier auch so. Und hier so. Ach komm, lass mal. Soll einigermaßen gut aussehen, aber auch nicht so gut. Ich werde wahrscheinlich eh mal wieder eine schöne Bauerfolge machen, dass wir zum Beispiel auch sowas hier wegmachen. Das werden wir einfach zukitten, also zumachen. Dass man da gar nichts mehr sieht. Da, da, da. Es wird langsam dunkel, oder? Nee, das scheint nur so. Aber wir müssten eigentlich auch gleich hier zu Hause sein. Da. Oh, das geht aber ruckzuck, da hoch zu. Wir sollten das vielleicht irgendwie bei wirklich bei vielen Dingen machen. Diese Aufzüge da. Ja, die Bäume scheinen anscheinend gar nicht zu wachsen. Warum auch immer. So, nun gut.